Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons! Im letzten Part haben wir uns den vierten und letzten, die vierte und letzte Jahreszeit endlich geholt, nämlich den Frühling, der normalerweise die dritte Jahreszeit ist, aber ist ja auch egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle, und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil, ich will jetzt auf jeden Fall hier gleich mal den Frühling herbeizaubern. Einfach genau deswegen. Hallo Benny, was sagst du dazu? Na, da oben am Baum hängt eine Frühlingsbanane. Felsenblumen blühen aber erst im Frühling und hochklettern kann ich nicht. Achso, ich muss dann selber für dich hoch, okay? Mit dem Gockel? Fliegender Kuckuck. Flattert, wenn festgehalten. Andernfalls wird es gefährlich. Okay, komm mal her. Ach so, ah! Ja, ja, weiter! Okay. Zack! Geil! Okay, zack! Au! Verdammt! Fledermäuse, meine Erzfeinde! Komm her! Geil! So. Das sieht aber da drüben so... Nein. Okay. Hätte es sein können. So, das sieht auch hier... Fall runter, ist okay. Einmal so. Das sieht da drüben so strange aus. Nee. Nee, hier ist aber nichts. Nein. Okay. Hätte sein können, dass hier was ist. Ach, verdammt, sage mal, wie falle ich denn da noch runter? Meine ganzen Herzen gehen da doch schon weg. So. Geil. Und wir haben die Frühlingsbanane. Sieh dein süßes Aroma. Geil. Das ist doch was für Benny. So, was ist hier drin? Uah. Ich schätze mal, das geht hier dann wahrscheinlich... Alter, das geht mir ein bisschen zu fix. Höp! Ein Ring. Höp! Okay. Höp! Ah, geil. Komm her. Yeah. Okay. Schön, dann haben wir hier noch einen weiteren Ring. Benny, ich hab was für dich. Schau mal. Oh, du hast mir Frühlingsbananen gebracht. Ist die für mich? Ich hätte nichts dagegen. Oh, das ist gut. Ich bin Benny. Du hast mich gefüttert, also helfe ich dir. Du kannst überall auf mir reiten. Drücke mehrfach Arm zu schweben oder halte einfach den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch was ist meine Schwäche? Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Okay. Jetzt ist die Frage, was hab ich davon, dass ich jetzt Benny bei mir habe? Nee, ich komme ja auch mit Benny da nicht hoch. Gut, Benny. Benny, sei mir nicht böse, aber was bringst du mir gerade? Kann ich da... Ich kann da nicht mit Benny hoch. Rums. Tja. Ach ja, klar. Logisch. Logisch. Hier, ich kann jetzt den Schlüssel holen. Yeah. Ah, yeah. Na komm, nimm den Schlüssel. Yeah, der Drachenschlüssel. Ja, 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 ja. Hier, jetzt soll aber hier Drachenschlüssel gleich. Okay, dann würde ich mal sagen, Benny, brauche ich dich nicht mehr? Fragezeichen. Jetzt muss ich erstmal wieder Frühling werden lassen. Komm schon, ich will hier das Herzteil. Mehr will ich doch gar nicht. Tschüss, Benny. Ich brauche dich nicht mehr.
glaube ich. So, dann schauen wir mal. Geh mal weg da. Okay. Kann ich damit hoch? Aha. 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 Da haben wir's, das Herzteil. Sehr schön. Sehr geil. Wunderbar. Wir haben ein weiteres Herzteil. Ein einziges brauchen wir noch, dann haben wir einen Herzcontainer. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Einmal hier rein oder ich kann hier weitergehen. Das sieht da komisch aus. Ich bräuchte Dimitri. Dimitri, wo bist du, wenn man dich braucht? Komm, hier ist doch irgendwas wieder, komm. Oh, ey, fick dich. Ganz ehrlich, fick dich. Fick dich, Spiel. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich, nicht jugendfreier Content. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich. Was ist denn das? Ein Pyramidenjuwel. Was ist denn das? Juwelen, es gibt mehrere. Der Schatz einer vergangenen Ära. Da gibt es anscheinend, so wie das aussieht, 4 Stück. Ach, warte mal. Ich war doch mal bei diesem Schloss da. Da waren 4 Einkerbungen, die habe ich gesehen. Ah, dafür brauche ich das. Das ist eine Art Schlüssel oder was? Aha. Okay, was bringt es mir jetzt, wenn ich hier die Jahreszeiten ändere? Nix. Ich muss wahrscheinlich wieder Winter werden lassen. Aha. Ja, weil das wird es dann weg. Schauen wir mal. Aha. Na, sieh doch mal einer guck. Aha. Gut, wo ist meine Feder? Da ist meine Feder. Hier ist nichts. Ah, okay. Arschloch. Wenn es jetzt eine Fledermaus gewesen wäre, dann hätte die mich in den Abgrund geschmissen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Da. So. Aha. Geil. Okay. Dann. Hier ist sonst nichts. Komm schon. Nein. Nee. Nö. Okay, hier ist nirgendwo was. Hier ist auch nichts. Komm, da gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wo führt mich dann das Ganze jetzt gerade hin? Fliegender Kuckuck. Tatsächlich. Ich drücke den Knopf so schnell ich kann. Geil. Oh. Dungeon Time. Aha. Oh yeah. Meine Freunde, es ist Dungeon Time. So, wie komme ich da jetzt rein? Ich schätze mal, dass ich den Sommer brauche. Ja, brauche ich. Level 4, Tanzdrachenhöhle. Wird auch Zeit, dass wir hier mal herkommen. Sehr gut. Okay, hier brauche ich gleich einen Schlüssel. Das ist natürlich nicht gut. Was gibt's denn hier? So, hi, komm mal her, aua. Komm her, geil. Hey, da war doch noch ein... Da war doch da.
Wusste ich doch, dass da noch einer war. Okay. Bomben. Bomben. Okay. Nein, ich wollte... Ah, verdammt. Ja, okay. So, dann schauen wir uns doch jetzt hier mal um. Ah, da brauchen wir schon Bomben. Das sieht doch schon mal stark danach aus, als ob wir hier Bomben brauchen. So, was ist hier? Allen Anschein nach ein Unterwasser-Dungeon. Gut, wo sind meine Bomben? Da, ich bräuchte mal eine größere Bombentasche, dass ich mehr als 10 Bomben tragen kann. 10 Bomben, das ist ein bisschen... Okay, sehe ich das jetzt... Okay, 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 ich weiß schon, was ich tun muss. Wo ist da? Einmal einen Krug weg. Und alles hier drauf schieben. So. So. Dann den dahin. Den da drauf. Das kriegen wir alles hin. Ist doch relativ einfach. So, um einen Krug geht's logischerweise nicht auf. Aber da muss ich mich ja dann draufstellen wahrscheinlich. Einmal da. So, und darüber. Jawohl, dankeschön. Ein Schlüssel, das habe ich schon mal schon fast gedacht. Dann können wir nämlich gleich am Anfang wieder weiter. So, aber erstmal will ich das hier noch ausprobieren. Aha. Okay, was ist das? Warum bist du hier? Das muss doch irgendeinen Sinn machen. Einmal hier ein paar Leute umklatschen. Aha, aha, aha. Aha. Okay, kein Problem. Dann schieben wir den da mal drauf. Was für ein schweres Rätsel. Komm, geh weg. Geil. Okay. Es geht, wird gerade alles ein bisschen verzwickt. Ich wollte eigentlich den Schlüssel am Anfang gleich benutzen, aber irgendwie... Irgendwie wird da gerade nichts draus. Oh, hi. Ein Zauberer. Da ist noch einer. Okay, wir sind deutsch. Wir gehen rechts. So, hätte das jetzt einen Unterschied gemacht? Wo ist mein... Da. Hier. Nein, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Es macht null Unterschied, aber da ist eine Treppe. Ah. Ja, wunderbar, die Karte. Sieht da auch wie ein Drache aus? Wo das wie ein Drache aussehen soll, weiß ich nicht. Aber es erinnert mich irgendwie doch fast schon eher an ein Hakenkreuz. Ist doch wahr, hier rechts. Es geht da noch, fällt nach unten, dann ist es fast schon ein Hakenkreuz. Ah, Nintendo, ihr könnt es einfach nicht lassen. Das Thema hatten wir doch schon mal in einem anderen Zelda. Da gibt es einen Dungeon, der genau wie ein Hakenkreuz aussieht. Nur umgekehrt. Also wie ein Hakenkreuz auf dem, das spiegelverkehrt ist. Hat aber auch einen Grund. Oh je. Weil angeblich soll es... Ist es ein japanisches Zeichen, irgendwie sowas? Da. Verdammt! Zack. Vorsichtig hier rum. Was habe ich davon, wenn hier das Licht brennt? Gar nichts. Ich sehe es zwar, sehe es halt dann alles ein bisschen besser, aber ich sehe es auch ohne Licht, ehrlich gesagt. Ah, ein kleiner Schlüssel.
wunderbarigst. Zack. Ja, wir gehen jetzt mal ohne Lichter vorbei, doch. Weil, wow, braucht man nicht. So, wir haben auf jeden Fall nochmal einen kleinen Schlüssel, das ist sehr, sehr gut. Vorsichtig, zack. Oh oh. Hüp. Oh oh. Hüp, hüp. Okay. Alter. Da unten, entweder hat da unten der Tod auf mich gewartet. Ich weiß nicht, was da unten auf mich wartet. Vielleicht ist da unten noch irgendwas Schlimmeres als der Tod. Man weiß es ja alles nicht. Vielleicht ist da unten Angela Merkel. Wer weiß das alles so recht? So, auf jeden Fall haben wir hier jetzt nochmal einen Schlüssel. Also war es eigentlich ganz gut, dass ich hier den Weg zuerst gegangen bin, würde ich jetzt mal meinen. So, Karte. Okay. Jetzt... Warte mal. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, wie komme ich denn jetzt wieder raus, aber einfach alle Gegner besiegen. Das Klassische halt. So, ihr geht mal weg und... Verdammt. Ich muss zuerst nach oben fahren. Ist ja auch irgendwie... Oh oh. Scheiße. Ich erreiche den Schalter nicht mehr. Scheiße. Kann ich den Boomerang werfen, während ich hier drin bin? Oh, ein Glück. Oh, was würde ich machen, wenn ich den Boomerang nicht hätte? Alter, was würde ich jetzt machen, wenn ich den Boomerang nicht mehr hätte? Ist es dann hier der übelste Gamebreaker oder was? Alter, was ist denn los? So. Okay, Karte. Vielleicht kann ich hier noch was wegbomben. Laut Karte ist da drüben ein Gang. So, du gehst mal weg. Nö. Okay. So, dann mal hier weiter. Und jetzt kommen wir hier endlich mal durch. So, gibt's hier noch... Aua. Aha. Bomben. Geil. Okay, was haben wir hier? Das sieht danach aus, nach dem Motto, besiege alle Gegner und du bekommst eine Truhe oder einen Schlüssel. So, du geh mal weg. Okay. Da ist er. Okay, ist aber nicht das Prinzip. Dann ist es das Prinzip, besiege alle Gegner und du kannst den Stein verschieben, um dann den Kompass zu bekommen. Schön. So. Ist hier irgendwo was? Nein. Okay. Hätte ja sein können. Ich merke schon, in dem Spiel muss ich ein bisschen aufpassen, was unter Wasser sein kann. Falscher Knopf. Und zack. Geil. So, du. Wo ist meine... Da. Da ist mein Schild. Geil. Okay, du komm mal her. Geil. Nochmal ein Stachel hier? Okay, dann einfach mal rüber da. So. Okay, so, ich will dann gleich mal hier umstellen, damit ich dann, wenn ich zurückfahren würde, da links rauskommen. So. Hier kann ich gleich weiter. Ich habe noch einen Schlüssel. Wo geht's jetzt eigentlich mal zum Zwischenboss? So. Aha. Aha. So, was sagst du mir? Mehr Tempo führt zu weiteren Sprüngen. Ach, das weiß ich doch.
Das weiß ich doch, das weiß ich doch. Hübersalva, yeah. Hübersalva, yeah. Geil. Okay. Karte. Hier geht's zu Kisten. Das ist immer gut, wenn's zu Kisten geht. Das ist... Aha. Okay, ich weiß, was ich hier bekomme. Alles klar, es gibt hier dasselbe... Es gibt hier dasselbe Item wie in Ages. Alles klar. Na, sei gegrüßt, wie wär's? Blutkenner habe ich genug. So, was haben wir hier? Ruppasser, Ruppasser, Ruppasser. Rupp, Rupp. Hier irgendwo was da oben? Aha. Aha. Ich sehe schon, worauf das rausläuft. Ah! Meine wahre Gestalt bleibt im Dunkeln verborgen. Okay. Wo denn? Da. Hallo, Arcanim. Siehst du fast aus wie Arcanim. Okay. Das ist Arcanim. Ah, ich kapier's. Der echte hat einen der echte hat einen Schatten. Er. Und down ist er. Geil. Komm her. Yeah. Okay, hier kann ich gleich mal ein paar Glutkerne farmen. Schön. Okay, dann mal gleich mal weiter. Den Zwischenboss hätten wir besiegt, einen Naganim-Verschnitt. Wo bin ich jetzt? Okay, Karte. Es sieht beides nicht unbedingt so aus, als ob ich irgendwo anders zuerst hin muss. Aha. Aha. Interessant. Okay. Jetzt wird's hier aber gerade mal ein bisschen kompliziert. Aber weiter hier schnell mit dem Schlüssel wieder raus. Geil. Einmal drauf da. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Weg da, weg da. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Wo ist denn, da. Die Schleuder. Okay. Ein neues Item. Ein Item, das ich nicht kenne und wahrscheinlich genau dasselbe macht wie das Item in... Ages. Sehen wir gleich? Nein. Macht nicht dasselbe. Nicht ganz wenigstens. Kurz gesagt, das Item in Ages ist besser. Die Schleuder ist ein billiger Abklatsch davon. Hi. Ja, was du suchst, liegt im Auge. Hä? Wo auch immer hier ein Auge sein soll. Auf der Karte. So. Machen wir uns mal hier radikal. Bringt alles nichts. Nein. Okay. Jetzt kann man hier mal wenigstens ein bisschen heilen wieder. Geil, bomben wir mal auch wieder. So muss das doch sein.
So, du sagst, was ich suche, ist im Auge. Okay. Ich will zuerst hier wieder hoch. So, einmal. So, die hier kurz weg. Wunderbar. So, und dann einmal zack. Los geht's. Zack, zack. Und zack. Geil. Genau das wollte ich. So, die Kiste ist immer noch da. Das ist sehr schön. Ich brauche meine Feder. Der Part ist aber auch schon ewig vorbei. Boah, jetzt war ich so in dem Dungeon vertieft. Einmal hier noch, zack, und dann zack, und dann zack, und dann Schaden nehmen bis zum Gegner, und dann gehen wir da hoch, und dann ist alles gut. So. Und wir bekommen, ein kleiner Schlüssel, das ist doch schön. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal hier an der Stelle einfach mal wieder. Und dann machen wir hier in der Tanzdrachenhöhle, hieß sie, einfach mal weiter. Also gut, Leute, das war dann Let's Play, der Legend of Zelda Oracle of Seasons für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.